Stellen Sie sich vor, in Ihrer Nachbarschaft wird ein Gemeindezentrum hingestellt und erst wenn es ganz fertig ist, werden Sie als Engagierte gefragt, ob Sie jetzt da mitmachen wollen. Da machen Sie nicht mehr mit. Deswegen ist es wichtig, dass bürgerschaftlich Engagierte von Anfang an mit einbezogen werden, dass sie gefragt werden, wie wollen sie leben, wie wollen sie sich engagieren und dann danach Strukturen aufgebaut werden. Nur dann ist es langfristig, nur dann tragen es Nachbarinnen und Nachbarn auch mit. Und wichtig ist auch, dass Nachbarschaften auch mal scheitern dürfen, dass sie ein Angebot machen, was nicht passt. Dann ist, glaube ich, Begleitung wichtig, immer wieder neu anzufangen und Neues auszuprobieren. Die Beteiligung ist mit sehr viel Enthusiasmus gestartet und ich glaube, wir hätten noch mal genauer uns die Regeln von Partizipation auch noch mal anschauen sollen. Und dazu gehört eben, dass man machbare Aufgaben definiert, dass man klar die Zeitschiene benennt und dass man dann, wenn Gruppen diese Aufgaben lösen, dann auch die Lösungen umsetzt. Und Beratungen auf lange Zeit oder Projekte, die wahnsinnig lange dauern, führen eben dazu, dass Menschen auch abspringen und sagen, wo führt das eigentlich hin? Wir haben ja noch 5 Jahre. Von daher gibt es wirklich die Möglichkeit, dass die Projekte nochmal Aufgaben stellen, nochmal Fragen an Gruppen, an zivilgesellschaftliche Gruppen, an Expertengruppen geben und die dann wiederum an diesen Fragestellungen arbeiten. Die Ergebnisse fließen in die Projekte zurück und können eventuell umgesetzt werden. Das führt wahrscheinlich nicht nur zu besseren Projekten, sondern auch dazu, dass sich mehr Menschen mit den einzelnen Projekten identifizieren, weil sie mitgedacht haben.